Hier ist Bestellung aufgeben. Hi, ich hätte gern einmal den Double Bacon und Cheese einzeln. Ja. Eine große Pepsi Max dazu mit Eiswürfel. Ja. Und kann man den irgendwie noch abändern oder kann man da irgendwas drauf bestellen oder wegnehmen oder? Den Burger? Ja. Ja. Also ich könnte nochmal Bacon drauf machen. Ich könnte extra Käse drauf machen, Monterey-Käse, Pfeffermayo, Tomaten oder Zwiebeln. Okay, dann würde ich sagen, wir machen alles. Also, okay. also praktisch den gleichen Burger, also diesen Double Bacon and Cheese, nur mit Monterey-Käse, ja. Mit Zwiebeln, ja. Mit Bacon, klar. Also nochmal extra? Nee, ganz normal, so wie es drauf wäre. Okay. Und Tomaten. Und Pfeffer, genau, so machen wir es. Okay, also einen Standard und einen Special. Genau, sehr gut. Jawohl, und eine große Pepsi Max. Genau, ohne Strohhalm, weil ich habe meinen eigenen dabei. Okay, alles klar. Das sind dann insgesamt 17,87 und zweiten Fenster. Super, danke schön. Hi. Hi. 17,87, bitte. Perfekt, danke schön. Oh, brauchst du? Okay. Jo. Bitte? Ja, bitte. Ganz klein Moment, ja? Danke, ja, kein Problem. Getränk mit Eis? Ja. Und einmal die zwei Burger. Dankeschön. So, and finally. Super. That's next. Dankeschön. Ja, den brauche ich nicht. Genau. Danke dir. Ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Angry Fast Food Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir unseren Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Der Double Chicken. Double Cheese? Wie heißt der jetzt? Ich hab's vergessen. Der neue Burger von KFC. Ich hab für den normalen neuen Burger, ich hab jetzt echt vergessen, wie heißt der? Scheiße. Auf jeden Fall habe ich für den 6,99 gezahlt. Und für den gepimpten habe ich bezahlt 6,99 plus 50 Cent plus 20 Cent plus 20 Cent plus 20 Cent. Das sind dann ganz genau. Ich habe die Werbung von dem Teil gesehen und habe mir gedacht, der scheint mir, special, fein. Der scheint mir doch etwas langweilig zu sein, weil ja tatsächlich nur Chicken drauf ist und diese Mayo und ein bisschen Käse. Und das war's ja eigentlich. Und Bacon, gut klar. Und da habe ich mir gedacht, frage ich einfach mal nach und schauen wir mal, was bei dem so zu pimpen geht. Falls die Sonne wieder das Bild zerstört, es tut mir leid, ich gebe mein Bestes in der Post-Production. Und falls sich meine Stimme etwas tiefer anhört wie sonst, liegt es daran, dass ich etwas erkältet bin. Oh wow, okay, das ist wirklich ein großes Gerät. So, jetzt fährt da hinten irgendein Bulldog durch die Gegend oder was das auch immer ist. Egal, wir lassen uns dadurch nicht beirren. Oh, jetzt habt ihr gesehen, wie ich nach dem Tablett hinten greife. Oh, ist jetzt die ganze Magie zerstört? Tablett! So. Natürlich fangen wir mit dem ganz normalen an. Brioche ist halt schon was Geiles, muss man dazu sagen, ne? Das ist der neue Burger, dessen Namen ich vergessen habe. Wie doof kann man eigentlich sein? Von KFC. Wir haben ein Brioche-Bun. Darunter verbirgt sich. Ich muss wieder aufpassen, dass man der Salat nur auf das Tablett fällt. Die Sandwich-Soße oder die Burger-Soße, dann Salat. Bacon, denn es kann nie genug Bacon sein. Ist das überhaupt an? Ja. Es ist an. Dann das Fried Chicken, Käse und nochmal Fried Chicken und unten das gleiche nochmal, also auch nochmal die Soße. So schaut das Teil aus. 7 Euro, stolzer Preis. Tja, Aktionsburger sind eben teuer. Und gerade bei KFC langen sie da nochmal mehr zu. Warum auch immer. Ja, was soll man jetzt da groß sagen, ne? Es schmeckt halt nach
KFC Chicken. Der Bun ist wirklich gut. Den Bun mag ich sehr gerne. Soße. Aber sonst? Muss ich echt sagen. Es erinnert mich halt irgendwie an den Filet-Burger. Da reißt das Bun jetzt da auch nicht wirklich raus. Deswegen ist er echt ziemlich langweilig, wie ich es befürchtet habe. Bacon habe ich eigentlich genug drauf. Der kommt auch relativ gut durch. Aber sonst? Wir haben ja noch einen anderen. Ich lege den mal auf die Seite hier. Schön hier vorne aufs Armaturenbrett. Und jetzt holen wir uns mal diesen Special Burger. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ob wir es praktisch besser hinbekommen als KFC, das in der Aktion macht. Es riecht auf jeden Fall nach Knoblauch. Wir haben den Brioche-Bun. Darunter verbirgt sich. Was ist denn mit meinen Haaren heute los? Ja, ich muss zum Friseur. Ich schaue aus wie Sau. Darunter verbirgt sich ein Haufen Salat, der nicht in meinem Auto liegt, sondern auf dem Tablett. Die Pfeffermayo, Salat, Tomaten, kleine Zwiebelchen. Dann haben wir das normale Fried Chicken, Bacon, Monterey Jack Käse, nochmal Fried Chicken und unten nochmal diese Pfeffermayo. Es riecht schon mal wesentlich besser, hätte ich jetzt gesagt, das ist aber das falsche Wort. Es riecht auf jeden Fall intensiver, wie jetzt der normale. Eigentlich soll es das Ganze auch als Singer-Version geben, habe ich jetzt gelesen, beziehungsweise habe ich erfahren, aber... crunchy! Aber das geht noch nicht in manchen, sag mal, wie heißt's? Restaurants heißt's. Es geht in manchen Stores und Restaurants eben noch nicht. Sonst hätte ich den nämlich als, auch als Singer genommen. Aber egal, labern wir jetzt viel rum. Beißen wir mal rein, wie das Teil hier schmeckt. Oh mein Gott. Zwiebeln. Das ist geil. Leute, das ist geil. Die Zwiebeln und die Kräutersoße. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich den Monterey Jack Käse schmecken würde. Wahrscheinlich muss man dafür mehr Monterey Jack Käse nehmen, weil es ist ja immer noch ein Scheiblettenkäse, also ein Processed Cheese. Aber diese Zwiebeln und die Tomate auch noch dazu, die bringt dann noch so ein bisschen Saftigkeit rein. Leute, wenn er so rausgekommen wäre, Hut ab, gutes Ding. Das Teil in dieser Zusammensetzung ist mindestens doppelt so gut wie der Original. Wahnsinn, was das bisschen ausmacht. Und das ist auch einfach sau viel Essen. Eine Frage muss ich das Teil aber wirklich stellen. Ist er besser als der Dirty Louisiana? Nein, nichts ist bis jetzt besser als der Dirty Louisiana. Und ich weiß, dass ihr die Frage eben auch stellen werdet. Deswegen kann ich es euch gleich beantworten. Auch meine Version, was heißt meine Version? Kann ja jeder so machen. Geht ja in jedem KFC-Store, dass man das genau so zusammensetzen kann. Und man muss sich auch eins überlegen. Bezahlt man jetzt die 7 Euro für den regulären? Oder bezahlt man die 8 Euro und, keine Ahnung, 9 Cent? Für den gepimpten würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr ihn probieren wollt, probiert die gepimpte Version und zahlt den Euro mehr. Wirklich, weil dann ist es eh schon wurscht. Und dann schmeckt er wenigstens auch geil nach Pfeffer und nach Zwiebeln und mit der Tomate so ein bisschen saftig und ja, ich bringe die Review praktisch schon vorher, bevor ich das Teil überhaupt leer gegessen habe. So eine Scheiße. Ist wurscht. Ich esse ihn trotzdem jetzt leer. Und nach dem Speed-Up sage ich das Gleiche einfach nochmal. Ich hasse dich. Kommen wir zur Bewertung. Der Double Cheese, whatever fucking the name is, von diesem Burger von KFC bekommt von mir, also der normale, den man so kaufen kann, einen Bart. Eins. Der gepimpte Burger von KFC
für 1,10 € oder so mehr bekommt von mir 4 Bärte. 1, 2, 3, 4. Der normale Aktionsburger ist so unfassbar langweilig. Also es war vielleicht jetzt ein bisschen unfair für den Burger, weil ich den anderen noch bestellt habe. Dadurch ist wirklich die Bewertung nochmal weiter nach unten gesunken, weil man einfach sieht, okay, man kann für 1 € mehr, ja, kein Geld in die Bewertung einfließen lassen. Ist mir jetzt aber gerade wurscht, weil, sind wir doch mal ehrlich, wir gehen in den Laden und dann sehen wir den Preis und sagen, oh, der ist aber teuer, dafür muss er aber schon was können. Also, so ist es jetzt. Wenn ihr euch aufregen wollt, geht woanders hin. Für 1 € mehr bekommt man einen doppelt, dreifach so guten Burger. Und der normale Aktionsburger ist einfach stinklangweilig. Also wenn ich jetzt überlege, ich bestelle mir einen Filetburger, habe ich da wesentlich mehr davon, weil dann bekomme ich halt einen Filetburger. Da weiß ich, der schmeckt halt so okay, bis gut und zahle wesentlich weniger dafür. Wenn ich jetzt aber dann sage, oh, ich probiere jetzt den neuen Aktionsburger und da ist einfach nur eine Scheibe mehr Fleisch drauf und ein Brioche-Bun, das das Ganze aber nicht rausreißt. Nee, wirklich nicht. Er schmeckt nicht furchtbar, aber an sich als Aktionsburger ist er echt scheiße. So, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, was ich noch sagen wollte. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, was ich noch sagen wollte. Mir fällt es aber nicht mehr ein. Ach ja, genau, jetzt fällt mir's ein. Wenn ihr Bock habt, diesen Burger, diesen Spezial Stay Hungry Aktionsburger, nenne ich ihn jetzt einfach mal, zu testen, dann macht es doch. Und wenn ihr Bock habt, dann macht doch ein Foto und verlinkt mich einfach. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin gerade eben beim Schneiden und wollte noch kurz was dazu sagen, deswegen halte ich das Mikro auch so saudoof. Ich habe gerade eben oder vorhin mit KFC in Geiselwind gesprochen, bei denen ich auch die Review gemacht habe. Und die haben mir zugesichert, dass diese Stay Hungry Style machbar ist bei denen. Also das heißt, wenn ihr nach Geiselwind fahrt zum McDonald's, hätte ich fast gesagt, zum KFC, dann geht ihr da rein und wenn ihr den Burger testen wollt, den ich gegessen habe, dann sagt ihr einfach einmal den neuen Double Whatever, der auch immer heißt, in Stay Hungry Style und das Personal weiß Bescheid. Das heißt, ihr müsst das nicht extra noch alles drauf bestellen und wegbestellen, sondern einfach Stay Hungry Style sagen und ja, dann könnt ihr das Teil essen. Wie gesagt, kostet 1,08 € oder 1,09 € mehr. Also wenn ihr Bock habt, fahrt nach Geiselwind und checkt die Aktion aus. Gibt's aber wirklich nur in Geiselwind. Also jetzt hier weiter mit dem Video. Hungry Matze heiße ich auf Instagram. Wenn ihr Lust dazu habt, verlinkt mich, stellt's in eure Stories oder schickt mir für mich auch Bilder, dann stelle ich's in meine Story, wie ihr wollt. Könnt ihr machen, wie ihr Bock habt. Aber mich würde es halt interessieren. Schreibt mir oder kommentiert. Macht was auch immer ihr möchtet. Ganz egal. Mich interessiert es einfach, wie eure Meinung dazu ist. Ja, Leute. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry.